Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Noch nicht Schicht, dem Sandmännchen nach der Kulturzeit. Es ist der Lichtblick vor der Tagesschau. Wir machen Freude und manchmal auch Freunde. Ja, unsere besten Freunde sind ja im Moment der Heilige und sein Geist. Man kann auch sagen, der RKI-Chef Wieler und Jens Spahn, die tatsächlich gesagt haben, unsere Beschränkungen, sie funktionieren. Na, ein Glück, sage ich da nur, denn vielleicht ist das dann die Nachricht, die die gesamten Verschwörungstheoretiker da draußen wieder in ihre Keller zurücktreibt. Denn ich weiß nicht, ob Sie das gestern mitgekriegt haben, aber ich habe in der Sendung über Verschwörungstheorien gesprochen und eine Sache habe ich gelernt, machst du nicht nochmal. Diese Verschwörungstheorien, ich habe Mails bekommen, das glauben Sie gar nicht. Eine muss ich Ihnen vorlesen, absoluter Knaller, und zwar, hier kommt: Piff Paff kann gut reden. Erstmal danke, das ist ein Kompliment, nämlich danke dann. Zwei kleine Anmerkungen aber, es heißt Puff Paff und wenn es ein Affront sein soll, dann sagt man, hat gut reden, aber das sind Kleinigkeiten, ich will da jetzt auch nicht zu übersensibel sein. Also, Piff Paff kann gut reden, der scheffelt Millionen in seinem Büro, wichtig ist scheffeln mit Ä, weil es wahrscheinlich von Schaffen kommt. Also, er scheffelt Millionen in seinem Büro, aber die Zahlen aus Schweden, da kommt nichts drüber. Öffentlich-rechtliche Gehirnwäsche, lasst euch nicht verarschen, ihr werdet alle abgezockt. Bei abgezockt, ganz wichtig, das G, das E und das Z in Großbuchstaben, das steht für GEZ, nämlich Zwangsgebühren. Ja, das sind die Verschwörungstheoretiker da draußen und hier möchte ich eine kurze Replik drauf geben. Lieber Vollpfosten, danke für deine Mail, weil das hat mich natürlich wachgerüttelt. Auch ich brauche meinen Aluhelm, denn wir wissen ja alle, auf der Rückseite des Mondes wohnen Echsenwesen und Nazis, die uns mit Strahlen versuchen zu beeinflussen und deshalb kaufen wir alle Hefe. Also wollte ich mir natürlich auch einen Aluhut basteln. Das ist mir aber aufgefallen, verdammt, ich habe nur Backpapier, ist egal. In meiner Verschwörungstheorie hilft das auch. Sollten Sie sich irgendwann mal fragen, vielleicht ist ja was dran an diesen ganzen Theorien. Sie können die relativ einfach widerlegen, indem Sie sich selber dann mal fragen, wer profitiert davon? Wer hat was von einer Seuche? Wer hat was von einem Wirtschaftssystem, was kurz davor ist zu kollabieren? Die Strippenzieher, die alle auf Geld aus sind? Mit Sicherheit nicht. Also in diesem Sinne Ruhe bewahren, weil, Moment, die Seuche ist natürlich schon gut für Markus Söder. Vielleicht profitiert Markus Söder, das ist die heimliche Machtübernahme. Markus Söder, um Gottes Willen, ich muss den Hut ausziehen. Ich habe das Gefühl, der zieht die Strahlen erst an, dass man den ganzen Blödsinn überhaupt denkt. Nein, erfreuen Sie sich doch lieber an guten Nachrichten wie die Möbelhäuser sind wieder geöffnet. Juhu! Nicht überall. Leider nur in NRW, aber das heißt, kommen Sie alle rüber. Gerade in Zeiten der Seuche haben wir ja gerne Menschenmassen eng zusammen. Ja, Möbelhäuser sind wohl extrem wichtig, wusste ich auch nicht. Wir saßen wahrscheinlich alle die letzten 4 Wochen zu Hause und haben uns unser Regal angeguckt und gedacht, ach, das sieht aber abgewohnt aus. Und jetzt dürfen wir endlich wieder zu unserem täglichen Billigregal rein in die Möbelhäuser. Ja, die Möbelhäuser sind im Grunde genommen die Freudenhäuser der Generation 40+. Ja, das sind die Tempel der Wollust, hat aber nichts mit Strickware zu tun. Nein, es ist eher illegal geschlagenes Holz in individualisierter Massenware. Und weil wir das anscheinend tagtäglich brauchen, können wir wieder raus. Ich habe mal recherchiert, sollte Ihnen Ihr Regal zu ausgeleiert erscheinen, Forscher empfehlen täglich 3x2 Minuten oder 4 Happy Birthdays Schrankwände abzulecken, dann laufen die nicht ein. Ich glaube, dieser Helm, der wirkt noch nach. Naja, vielleicht sollten wir lieber mal über andere Läden reden. Ja, Sie haben es doch gehört, oder? Geschäfte jenseits der 800 Quadratmeter dürfen leider nicht öffnen, es sei denn, Sie verkaufen Möbel, Autos, Bücher oder Fahrräder. Stimmt, Fahrräder kaufe ich mir auch, mindestens 2x am Tag. Da haben Sie sich Ihr Leben lang den Arsch wund gearbeitet, um endlich einen Verkaufsraum von jenseits der 800 Quadratmeter verschuldet zu haben. Und dann heißt es, nee, ihr dürft nicht aufmachen. Und deshalb, jetzt der Moment, ich möchte eine Lanze brechen für all diese misshandelten Läden da draußen, wie zum Beispiel Pferdeauktion. Ja, was ist mit Pferdeauktion? Da muss man auch mal drüber reden, ja? Wo kriege ich jetzt meinen Araberhengst her? Oder aber die Verkaufsräume für Superjachten, ja? Jenseits der 2 Millionen Euro, versteht sich. Und ganz, ganz wichtig, was ist eigentlich mit den Golfplätzen? Haben Sie es mitbekommen? Die Golfplätze bleiben weiterhin geschlossen. Ein Riesen-Eklat.
Der Quantencomputer des Journalismus, auch genannt Bild Online, hat herausgefunden, rund 1,8 Freizeitgolfer müssen momentan auf ihren Sport verzichten. 1,8 Menschen, das sind fast zwei, müssen im Moment aufs Golfen verzichten. Schäm dich, Deutschland! Wo lebe ich nur hier? Um Gottes Willen! Es ist so schlimm. Wissen Sie, eine andere Sache, die ich gar nicht verstehe, ist, warum lassen wir die Kultur eigentlich über die Wupper gehen? Ja, ich weiß, ich habe da schon einmal drüber gesprochen, aber dieses Thema lassen wir komplett außen vor. Der Festivalsommer ist da draußen komplett abgesagt. Theater bleiben geschlossen, die Bühnen sind zu. All die Berufe, die damit zusammenhängen, sind bedroht. Im Grunde genommen sind sie schon im Arsch. Und was wird gemacht? Nichts. Nichts. Und die Politik dankt das Ganze mit Nichtbeachtung. Es gab mal einen Fördertopf, da bekam man angeblich 2000 Euro Soforthilfe. Dieser Topf war aber sofort leer. Das heißt, wir haben demnächst keine Kultur mehr. Und wenn uns doch eine Sache zusammenbringt, dann ist es ein Theater, ein gemeinsames Lachen. Aber das machen wir nicht. Wissen Sie, Herr Söder, Sie benutzen doch gerade alles, um Wahlkampf zu machen. Wie wäre es denn mal mit Kultur? Vielleicht werde ich dann sogar Wahlkampfhelfer. Keine Sorge, das passiert nicht. Naja, mit diesen nachdenklichen Worten möchte ich Sie entlassen mit einem kleinen Zitat, was da lautet: Der Sinn des Lebens ist nicht die Kunst, aber vielleicht das, was sie auslösen kann. Machen Sie es gut. An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen, doch an allen anderen Tagen halt nicht. An irgendeinem Tag ist es alles vorbei, aber jetzt ist noch nicht Schicht.